Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern hauptsächlich von Schlagwörtern. So sagt es der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson. Er lebt nicht allein von Brot, sondern hauptsächlich von Schlagwörtern. Ob das stimmt? Unsere Welt ist ja im Moment, unsere Diskussionen sind voller Schlagwörter, auch in der Kirche. Und Gott wird zum Schlagwort. Schlagwörter gestern, sagte der amerikanische Außenminister Kelly in München bei der Sicherheitskonferenz. Die Welt ist im Moment schlimm, wir haben eine sehr schwierige politische Lage. Manche sprechen von einem neuen Kalten Krieg, manche sprechen sogar von einem dritten Weltkrieg, der sich da anbahnt. Aber, so Kelly, wir haben es noch in der Hand. Wir werden aus dieser Erde einen besseren Platz machen und wir lassen uns nicht entmutigen. Liebe Schwestern und Brüder, mir geht es jetzt nicht in der Predigt um billigen Anti-Amerikanismus. Ich habe mir nur vorgestellt, als ich das las, was die irakischen Christen denken, wenn sie dazuhören. Oder die Menschen in Syrien, die verstehen einen solchen Satz möglicherweise als Bedrohung. Denn wir können besichtigen, was daraus geworden ist, wenn Menschen sich aufmachen, aus dieser Erde einen besseren Platz zu machen. Wir machen das. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht war diese Stunde der Weltgeschichte noch nie so gefährdet, übrigens auch in der Kirche, weil es die Stunde der Macher ist. Lass uns das mal machen. Natürlich, wir haben ja auch die Möglichkeiten dazu. Wir haben Kommunikationswege geschaffen und erfunden, die noch vor 20 Jahren noch undenkbar waren. Vor 20 Jahren gab es kein Facebook, es gab de facto noch kein Internet. Was hat sich dadurch geändert? Jeder und jede schaue einmal in seinen eigenen persönlichen Lebensbereich hinein. Die Stunde der Macher, alles ist möglich. Das wäre doch gelacht, wenn wir diese Problematik, die Probleme nicht in den Griff bekämen. Aber warum gelingt es nicht? Warum haben wir den Eindruck, dass es eher schlimmer wird? Weil die Macher in der Weltgeschichte, die Macher in der Politik und die Macher in der Kirche der größten Versuchung erlegen sind, von der uns dieser Sonntag ein anschauliches Beispiel gibt. Die größte Versuchung ist, es ohne Gott zu machen. Es ist ja auch klar, was ist Gott? Es ist ein Schlagwort geworden. Natürlich steht überall Gott drauf. Ja klar, kirchliche Verlautbarung, irgendwie ein Kreuz drauf, wenn man das noch gerade erkennt. Bei unserem Gotteslob ist das schon schwierig. Und dann schreibt man natürlich Gott. Und in diesem Jahr schreibt man ganz viel, der ist natürlich auch barmherzig, klar. Aber was ist das mehr als ein Schlagwort? Als eine Attitüde? Was bedeutet es denn? Es bedeutete, richtig gewendet, dass Gott immer und überall an erster Stelle steht. Gott eben nicht zu einem Schlagwort verkommen zu lassen. Aber wie macht man das denn? Wir haben das andere Generationen gelöst, mit viel weniger Möglichkeiten als wir. Wie ist es möglich, Gott die erste Stelle zu belassen? Bei Jesus können wir das im Evangelium klar beobachten. Bei allen drei Versuchungen ist er souverän. Er ist geschult durch das Wort der Schrift. Aber das ist noch nicht alles, das ist schon viel. Denn wir merken, der Satan ist sehr lernbereit. Beim dritten Mal sozusagen versucht er ihn schon mit den eigenen Waffen zu schlagen und sagen, ja, in der Schrift steht ja. Der Teufel kennt die Heilige Schrift auch. Und er weiß, sie zuweilen anzusetzen. Deshalb tritt dieser Anspruch, die Welt ohne Gott zu machen, oft genug mit einem moralischen Anspruch auf. Diese philosophischen Diskussionen, ob es Gott gibt oder nicht, lasst uns doch die mal hintanstellen, das können wir später erledigen. Jetzt lasst uns doch mal die Probleme lösen, die da sind. So, das, was ansteht. Und natürlich, die Probleme sind drängend.
Und wir können uns auch vor diesen Problemen und ihrer Lösung nicht einfach drücken, indem wir sagen, wir ziehen uns aus dieser Welt zurück und denken, es gibt Gott, ja, schön, und die Probleme sollen andere lösen. Das ist nicht der Weg der Christen. Das heißt nicht, Gott seinem Primat zu belassen. Aber was heißt es dann? Noch einmal als erstes. Und ich meine, das ist natürlich immer billig, wenn man über die Weltpolitik spricht und über die kirchlichen Verlautbarungen und nicht über uns selber. Aber so einfach wollen wir uns die Fastenzeit dann doch nicht machen. Es muss schon um uns selber gehen, um unseren je eigenen persönlichen Beitrag. Also, wie mache ich das? Gott die erste Stelle einzurichten. Dass Gott nicht nur irgendwie so, sagen wir nicht Schlagwort, aber so eine Hintergrundbeleuchtung für sonntagsvormittags ist. Klar, wir sind katholisch, dann gehen wir sonntags in die Messe. Das reicht aber dann auch für den Rest der Woche. Gut, wir sind gute Katholiken, wir beten sogar vielleicht ab und zu, wenn wir dran denken, vor dem Essen. Oh, das ist ja schon fast, da sind Sie ja schon fast fundamentalistisch. Liebe Schwestern und Brüder, von dem Kirchenlehrer Ambrosius stammt das Wort, dass der Christ drei Dinge braucht. Drei Dinge sind es, sagt er, die förderlich sind für das Heil der Menschen. Das Sakrament, die Wüste und das Fasten. Er sagt das für diese Zeit, aber er sagt es auch generell. Ich glaube, dass diese drei Dinge uns helfen können, in unserem je persönlichen Leben Gott den Primat zu geben. Das Sakrament, die Wüste und das Fasten. Fangen wir beim letzten an. Natürlich ist das nett, wenn wir jetzt gerade auch in unserem Bistum das Autofasten propagieren. Das kommt in der moralischen Attitüde daher. Und ich will gar nichts dagegen sagen. Aber wenn unser Fasten immer nur verknüpft ist, ja, wir tun etwas für die Umwelt. Schön. Oder wir sparen uns etwas ab, damit wir zu Miserio etwas geben können. Gut. Noch besser. Aber damit ist der Sinn des Fastens nicht erschöpft. Der Sinn des Fastens ist, dass wir den Satz Jesu verstehen, den er in der Versuchung dem Teufel entgegenschleudert. Der Mensch lebt nicht allein von Brot. Wenn das Fasten je einen Sinn hatte, dann den, die Wirklichkeit zu öffnen. Auf die Wirklichkeit Gottes hin. Wir können uns ja noch so vollschlagen. Was heißt hier vom Brot? Jeder von uns wird heute Mittag nicht in der Verlegenheit sein, nicht unter 10 verschiedenen Sachen auszusuchen. Zu fragen, gehen wir aus, lassen wir den Pizzaservice kommen, was haben wir noch in der Tiefkühltruhe oder haben wir schon was eingekauft, was vorbereitet ist. Also unterschiedliche Möglichkeiten, was reden wir hier von Brot. Aber einen Verzicht zu üben, der die Wirklichkeit öffnet, ja sie geradezu sprengt. Dass wir, wenn wir uns den ganzen Tag von oben bis unten vollstopfen, dass wir durch keine Tür mehr passen, dass wir immer noch nicht satt sind. Eine ganz normale Erfahrung. Weil es mehr gibt als das, was wir in uns hineinstopfen. Was wir uns an Augenlüsteleien gönnen. Oder für die Ohren. Oder sonst irgendeinen Kitzel. Wir sind immer noch nicht satt. Das Fasten dient dazu, den eigentlichen Hunger des Menschen offen zu halten. Einen Hunger, der nur mit Gott gestillt werden kann. Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sagt Jesus. Und Ambrosius meint als zweites die Wüste. Wenn ich das recht verstehe, geht es darum, nicht aus dieser Welt einfach zu fliehen. Das ist keine christliche Bewegung, Weltflucht. Auch wenn wir das manchmal den Klöstern oder den Wüstenvätern, wem auch immer, unterstellen. Die standen mitten in der Welt. Die fanden sich nämlich in der Situation, dass die Welt dann zu ihnen kommt. Aber nicht auf eine unlautere Weise, sondern weil sie Rat braucht. Weil die Welt sich plötzlich hilflos vorkommt. Die Christen brauchen die Wüste. Das heißt, einen Schritt herauszutreten, um die Welt mit den Augen Gottes anschauen zu können. Den Lärm einmal wegzunehmen, die Schlagworte aus unserem Kopf zu bekommen, um in aller Ruhe auf diese Welt zu schauen, mit den Augen Gottes, so wie er sie gemeint hat. Und
Wir brauchen das Sakrament, sagt Ambrosius. Ich weiß, wir leben heute in schwierigen Zeiten, auch in Umbruchszeiten, ganz konkret. Ich kenne Leute, denen es ein Anliegen ist, jeden Tag in die Messe zu gehen. Und die berufstätig sind und die müssen sozusagen schon einen eigenen Terminkalender führen, wo in der Stadt ist gerade zur passenden Zeit noch irgendwie eine Eucharistiefeier zu finden. Also ich weiß um die Schwierigkeit. Aber auf der anderen Seite gibt es auch dieses merkwürdige Verhalten, naja, das ist irgendwie jeden Tag in die Messe zu gehen oder häufiger in die Messe zu gehen, das ist irgendwie sowas aus dem 19. Jahrhundert, das braucht ja eigentlich heute gar keiner mehr. Wer sagt das eigentlich? Ambrosius ist hier ein relativ unverdächtiger Zeuge aus dem 5. Jahrhundert, von wegen 19. Jahrhundert. Er sagt, die Christen brauchen das Sakrament, um in den Versuchungen zu bestehen, damit es dem Heil förderlich ist. Vielleicht kommen wir einmal auf die Idee, und ich möchte dafür werben, nicht nur sonntags zu kommen, sondern auch einmal werktags zu gehen. Es ist die Form der Begegnung mit Christus. Wir hören sein Wort. Wir erleben, wie er sich im Sakrament schenkt, jedes Mal. Warum kommen wir nicht? Eine Frage, die man sich vielleicht in diesen 40 Tagen einmal stellen soll. Gott die erste Stelle einzuräumen. Es gilt für ein weiteres Sakrament, für das Bußsakrament, Beichte. Jetzt aber wirklich fundamentalistisch. Ich werde wahrscheinlich eine zweite Beichtzeit noch in dieser Kirche einführen. Ich bin noch nicht ganz sicher, an welchem Tag das gehen wird. Aber es wird eine zweite geben, nicht nur samstags. Und gestern las ich von einem Bischof, der emeritiert ist, ein schönes Wort. Weil man oft auch von Mitbrüdern hört, ne, da sitze ich da stundenlang, kommt keiner. Wenn man sitzt, so in meiner Erfahrung, kommt doch jemand. Wenn niemand sitzt, wenn niemand wartet, sondern steht irgendwo kleingedruckt nach Vereinbarung, sodass ich irgendwo anrufen muss, einer Sekretärin erklären muss, dass ich eigentlich etwas sehr Persönliches sagen will, dann druckst man schon rum. Liebe Schwestern und Brüder, wir reden sonst von niedrigschwelligen Angeboten. Wer macht diesen Eiertanz eigentlich mit? Niemand. Und ich las bei diesem emeritierten Bischof, dass er sagt, selbst wenn der Priester dort sitzt, eine Stunde und es kommt niemand, das ist eine Ikone des barmherzigen Vaters, der immer schon auf den verlorenen Sohn wartet, ob er kommt, der sich die Augen ausschaut. Warum nicht? Warum sich nicht ein Herz fassen, um in diesem Sakrament dem barmherzigen Vater zu begegnen? Der wartet, der sich die Augen nach uns ausschaut, der sich sehnt nach Versöhnung, der sich sehnt, endlich diesen ganzen Dreck, den wir über Jahre mit uns schleppen, dass sich wie Rost an unser Inneres, an unsere Seele setzt und uns nicht atmen lässt, nicht frei sein lässt, das wegzuwischen, um uns zu sagen, vergiss es. Wie das beim Propheten Jesaja steht, ich werfe deine Sünden hinter meinen Rücken. Was wir als Christen brauchen, um dem Primat Gottes wieder zu lernen, ist das Sakrament, die Wüste und das Fasten. Vielleicht schaffen wir gar nicht alle drei auf einmal, aber eins nach dem anderen. Aber eines sollten wir uns vornehmen, nicht nur als Schlagwort, Gott die erste Stelle wieder in unserem Leben zu geben. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, muss sie sich auch nach außen hin zeigen. Wir müssen es uns selber deutlich machen. Und wir sollten um Gottes Geist beten, dass er jedem und jeder von uns den rechten Weg zeigt, was als erstes dran ist, was zu tun ist, damit wir endlich lernen, den großen Versuchungen zu widerstehen und damit die Kirche, damit die Christen in dieser Welt wieder ein Gesicht bekommen.